Wo sind wir hier gelandet? Geil! Ja, die winken alle. Wir sind jetzt mit unseren französischen Freunden und unserem britischen Freund unterwegs und fahren Kolonne nach Lahore und wir haben so ein tolles Walkie-Talkie bekommen und die haben eins in ihrem Auto und jetzt können wir uns immer unterhalten. Zum Beispiel haben wir uns unterhalten, dass wir jetzt hier kurz parken und tanken und ja, wenn zwischendurch was auf der Fahrt passiert, kann man das auch den anderen sagen. Lustig. Alle, alle, alle. Nach 300 Kilometer Fahrt über die Autobahn kamen wir am Abend in Lahore an. Der Verkehr war natürlich verrückt, aber langsam haben wir uns zum Stellplatz durchgeschoben. Auf der Suche nach was zu essen kamen wir noch an dieser Hochzeitsparty vorbei und haben schließlich noch etwas Streetfood gefunden. Gut! Spicy? Hallo aus Lahore. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt hier Smog oder Nebel ist. Aber wir sind auch schon so ein bisschen am Husten und es kratzt in der Lunge. Also so richtig gesund ist das hier nicht. Und es ist auch schon echt so, wie man sich Indien vorstellt. So sehr laut und wuselig. Aber ich meine, wir sind ja auch ziemlich nah an der Grenze. Wir parken hier mitten in der Stadt an so verschiedenen Stadien für Cricket und so. Den Tipp haben wir von Shannon und Markus von Vergnügverfahren bekommen. Vielen Dank dafür. Bevor wir dann nach Indien einreisen, müssen wir aber auch noch so ein paar Erledigungen hier in der Stadt machen. Okay, wir fahren jetzt zum Waschsalon in einem Tuk-Tuk. Und wir haben mal jemanden angehalten und wir dachten so, der kann uns ja nicht mitnehmen, weil da waren schon Leute drin, aber das war kein Problem. Jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrgäste hier in diesem kleinen Tuk-Tuk. Anscheinend ist aber jetzt das Benzin vom Tuk-Tuk alle. Deswegen müssen wir jetzt, oder sind wir schon da? Okay, wir haben ein neues Tuk-Tuk gefunden. Das bringt uns jetzt zum richtigen Ort, weil der andere hat das auch nicht richtig verstanden, wo wir hinwollen. Also nächstes Mal nehmen wir dann vielleicht doch lieber die Uber-App hier. Das war dann nämlich derselbe Preis und ein bisschen einfacher. Thank you very much. Okay. Das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, außer dass gerade Stromausfall ist. Also müssen wir noch ein bisschen warten, bis es überhaupt losgeht mit der Waschmaschine. Aber er ruft mich dann an. Ah ja, okay. Hat er gesagt. Na gut. Eine Sache, die wir erledigt haben, ist so eine Pumpe zu kaufen für diese großen Wasserkanister, die man so aus einem Büro kennt oder so. Weil für Indien das mit dem Wasser soll inzwischen eigentlich ganz gut gehen, dass man überall auch so gefiltertes Wasser auffüllen kann. Aber ich glaube, das Sicherste für uns ist, wenn wir einfach diese 20 Liter Kanister kaufen und dann haben wir diese Pumpe und dann haben wir immer für eine Woche oder so Wasser. Und die gibt es da überall. Eine andere Sache ist, wir stehen jetzt hier wieder bei der Wäscherei. Es sind, glaube ich, schon so 2 Stunden vergangen und es ist immer noch Stromausfall. Toll. Wir haben es jetzt aufgegeben mit dem Waschsalon. Unsere Wäsche ist aber noch in den Maschinen. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Rückweg und der meint, er ruft uns an. Mal sehen, vielleicht passiert das später oder morgen. Aber jetzt da grundlos warten macht einfach keinen Sinn. Und jetzt haben wir unsere ersten Bananenpflanzen gesehen. Mit Bananen dran. Schon cool. So, mehrere Stunden später habe ich eine SMS bekommen, dass unsere Wäsche fertig ist und hol die jetzt mal ab. Aber es ist sehr laut hier. Wir fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt und das Ticket sind solche Chips. Also Busfahren ist hier nicht so leicht, weil es einfach so voll ist, dass wir gar nicht reinkommen, beziehungsweise einer von uns nicht. Es gibt so ein bisschen einen Frauenbereich, da habe ich gerade reingepasst, aber Mariano kam nicht in den Männerbereich, also bin ich auch wieder ausgestiegen. Mal gucken, ob wir irgendwann noch mal in den Bus kommen oder ob das nie was wird. برای مهربانی سفر کے دوران
Oh, das war ja eine Fahrt. Ich war noch nie in so einem vollen Bus. Das Gute an dem Bus ist, dass er so seine eigene Spur hat, auch so wie so eine Hochbahn in Hamburg zum Beispiel. Und das Ticket kostet halt auch nur 10 Cent. Also sogar billiger als jetzt hier irgendwie Taxi oder Tuk-Tuk fahren. Und es ging auch recht schnell. Es war halt einfach nur sehr voll. Ich gucke mir jetzt gerade die bekannte Moschee in Lahore an. Und das ist ja der Grund, weswegen Pakistan und Indien nicht ein Land sind, sondern getrennt, weil Pakistan eben muslimisch ist. Und diese Moschee hat deswegen auch eine ganz große Bedeutung. Es ist eine Ehre, hier zu heiraten für Pakistani. Und generell ist es auch ein sehr beeindruckendes Gebäude. Und was ganz lustig ist, ist, dass man am Eingang seine Schuhe ausziehen muss. Das heißt, alle Leute hier laufen in Socken durch die Gegend. Auf der Suche nach einem neuen Dieselschlauch liefen wir noch etwas durch die Stadt, weil bisher gab es überall immer ein Stadtviertel mit Ersatzteilen. Das Gewusel war ziemlich krass und spannend. Schon ein Erlebnis hier rumzubummeln, gefunden haben wir aber nichts und weil man hier nach einer Stunde rumlaufen ziemlich kaputt ist, sind wir dann mit dem Bus zurück zum Stellplatz und am nächsten Tag ging es dann auch raus aus Lahore. So, es ist soweit. Wir fahren jetzt zur indischen Grenze, hoffen, dass wir noch pünktlich ankommen, weil um 4 immer eine besondere Zeremonie da stattfindet und damit die Grenze geschlossen wird. Deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Jetzt ist nämlich schon so 13 Uhr. Da hinten sieht man, dass meine Wäsche trocknet. Das war ja ein bisschen kompliziert mit dem Trocknen. Warten noch auf unsere Friends, dass die da fertig werden und dann geht's los. Ja, raus aus der Stadt. Irgendwie mit der Luft ist das hier echt nicht so gut. Das ist, als würde man jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauchen, wenn man hier ist. Und wir husten auch alle so ein bisschen, weil wir daran halt einfach nicht gewöhnt sind. What are you doing? Also ob wir das heute noch schaffen mit der Grenze? Die anderen wurden eben schon wieder von der Polizei angehalten. Die bleiben aber auch immer so nett stehen. Ja. Die fahren immer schnell weiter und gucken nicht so in die Richtung der Polizei und die lächeln wahrscheinlich immer. Ja. Hey, it's easier if we join us at Wakabalda. Because it will be complicated in Lahore. Okay. Or we will wait somewhere for you. On the way, on the main road outside of Lahore. Yeah, why not? It's a good station. Okay. Okay, then see you soon and good luck. Und good luck. Yes, good luck too. And good luck. Okay, weil die anderen passen nämlich jetzt hier auch nicht durch so eine Unterführung oder das ist vielleicht ganz knapp. Naja, jetzt fahren wir erstmal ein Stück vor, weil die müssen sich hier durch den Verkehr quetschen. Ja, und generell ist Kolonne fahren in so einer Stadt halt auch einfach schwierig. Das ist einfacher, wenn man einen Spot findet, wo man sich trifft, außerhalb dieses Verkehrskampfes. Wir haben es aus Lahore rausgeschafft, sind jetzt noch 5 Kilometer von der Grenze entfernt. Ich werde jetzt mal die anderen anfunken und schauen, wo die sind, ob die mich hier überhaupt hören. Hello, hello, can you hear me? Can you hear me? Weil angebliche Reichweite 10 Kilometer. Wir warten jetzt auf die anderen am Straßenrand und mussten nochmal unsere letzten Rupees loswerden und haben jetzt eine Tüte voll mit Chips gekauft. Chips, Getränke. Und ein Eis für jeden. Ja. Aber ist ja auch mal okay, sonst hatten wir ja jetzt seit Tagen keine Snacks. Ja genau, und ein paar Selfies haben wir noch gemacht und damit haben sich die Leute gefreut, ist doch gut. Und für die anderen haben wir French Cheese mitgebracht. Weil sie gesagt haben, sie vermissen den französischen Käse. Inzwischen ist es auch halb drei
Also ich glaube ja nicht mehr, dass wir noch über die Grenze kommen. Ich glaube, wir schaffen das. Weil das dauert ja. Also die Grenze ist halt lustig, weil halt kaum jemand wohl rüber geht, habe ich gelesen. Deswegen geht es wohl recht schnell. Aber trotzdem in einer Stunde das alles zu machen. Ja, schaffen wir schon. We've got snacks for you. Because you miss French cheese. Yeah. And because you have more people. Okay, let's hurry. Wow, die Grenze. Und es ist so nebelig, man sieht die große Fahne gar nicht. Also eigentlich läuft es ganz gut, weil hier ist halt kaum jemand. Aber alle 10 Meter halten uns immer wieder diese Rangers an, die auch alle gleich aussehen. Und die wollen immer alle den Pass haben und fragen immer alle, wo fahrt ihr hin? Ja, nach Indien offensichtlich. Wohin sonst? Jetzt wird es langsam stressig. Ich war jetzt die Erste, deren Pass gestempelt wurde. Also ich habe jetzt quasi ausgecheckt aus Pakistan, aber muss jetzt auf die anderen warten. Und gleich beginnt diese Zeremonie, was halt bedeutet, dass die Grenzen schließen. Also hoffe ich jetzt mal, dass wir das noch schaffen. Eben hieß es so, you have 5 minutes. Also mal gucken, wie flott die anderen sind und hoffentlich können wir dann gehen. Das ist Mariano. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, dann müssen wir auch noch auf die anderen warten. Ja, ist so ein bisschen... Sonst werden wir einfach Teil der Zeremonie. Das wäre auch noch besser. Ja, jetzt guck mal da, wir Hammer. Werden schon gehetzt. Ah ja. Die haben gesagt, wir sollen uns beeilen, weil in 5 Minuten macht die Grenze zu, dann beginnt ja diese Zeremonie. Aber wir wollen ja auch noch auf die anderen warten. Nicht, dass wir da drüben sind und die sind hier. Wo bleibt ihr denn? Oh Gott. Oh je. Okay, sie sind da. Schnell, schnell. Allee, allee. Allee, allee. Fahr einfach geradeaus. Kostüm? Geil. Guck mal, wie die aussehen. Yes. Hello, hello. There's one more car coming. One more car. Geil. Hammer, wie ist das? Zeremonie. Hello, hello. Oh, hier, das ist ja richtig peinlich. Das ist mega geil. How are you? Hello, how are you? Laura? Hi! Mariano? Yes, that's me. Where is your vehicle paper? Landing or? Any animal? No. Anything? No. Germany. Germany! Geil! Das ist aber eng hier. Hello! Hello, India! Woo! Okay, he sat there. What? Ja. Warte, er ist der Babo. Ja. Anderen. Die haben auch noch unsere Pässe und das Kani, ne? Ja, da. Hey, can you cross the border? Hm? Oh, keine Ahnung. Oh nein. Alle oder nicht?
die winken alle. Also das Einreisen in Indien ist ja schon mal tausendmal cooler als nach Pakistan. Da waren wir noch in dieser Polizeistation den ganzen Tag und hier ist schon so eine Party. Have your passports? Cool, yeah, same with us. In der nächsten Episode geht es weiter rund. Wir schauen uns die Zeremonie der Vagaboarder noch mal richtig an. Probieren unser erstes indisches Essen. Und besuchen den goldenen Tempel. Abonniert unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.